Das habt ihr nicht gesehen. Hey! Ich filme meine Videos ja nicht an dem Tag, an dem ich sie hochlade. Das ist so ein kleines YouTube-Geheimnis. Nur zwischen uns beiden. Das heutige Video filme ich zum Beispiel an meinem Geburtstag. Ja, ich filme an meinem Geburtstag Videos. Ich habe auch nichts Besseres zu tun. Und da ich heute besonders lieb und süß zu mir sein will, habe ich mir gedacht, dass ich etwas für mich mache, das ich schon als Kind wahnsinnig gern gegessen habe. Ich hätte davon leben können. Wie dem auch sei, los geht's! Das heutige Rezept stammt vom Veganblatt. Wir machen heute nämlich einfache vegane Palatschinken. Oder Pfannkuchen, wie meine deutschen Zuschauer sagen würden. Nehme ich mal an. Und ein Palatschinken ist keine Art von Schinken. Nein. Nein. Auf jeden Fall gibt es allerlei lustige Rezepte beim Veganblatt. Da kann man ja mal reinschauen. Ich muss euch nur vorwarnen, eben der Name lässt es nicht vermuten, aber sie sind alle vegan. Ich höre schon auf, lustig zu sein. Ich weiß, ihr könnt nicht aufhören zu lachen. Ich bin todernst. Lena, was tust du? Was mich besonders an dem Rezept anspricht, war, dass da einfach steht, einfache Palatschinken. Denn erstens mal ich und zweitens will ich an meinem Geburtstag wirklich nichts Kompliziertes machen. Gut, was wir dazu auf jeden Fall brauchen. Ah, Sojamilch. Hey. Was wir dazu brauchen, sind 2 Tassen Sojamilch. Fancy! Obwohl, ich bin mir sicher, wir brauchen auch eine Pfanne. Also hole ich schon eine Pfanne her. Die passt, oder? Was wollte ich eigentlich holen? Ha, Tasse. Okay. Im letzten Kochvideo haben wir auch so viel mit Tassen gemacht. Seht euch an, mein Hemd will mich zu einer Schlampe machen. Nein, nein. Wo waren wir? Gut, wir brauchen 2 Tassen Sojamilch. Okay, okay. 2 Tassen von dem Zeug. Okay. Wir brauchen auch 1 Tasse Mehl. Und da man das Ganze ohne verrühren muss, gebe ich das alles gleich gemeinsam in die Schüssel rein. Ich habe... Wow, das ist viel. Ich habe mir extra dafür, es steht zwar nicht so explizit im Rezept, aber ich habe mir dafür Sojamehl gekauft. Also Veganer kann ich echt nicht sein, oder? Sojamehl. Okay. Mhm. Du kommst aus Deutschland? Wo wächst in Deutschland Soja? Aber heute darf ich deppert sein. Ich darf deppert sein. An meinem Geburtstag darf ich deppert sein. Seht ihr, das ist so ein einfaches Rezept. Ich habe nicht erst alle Zutaten hergeholt. Ich fange schon an, sie zu mischen. Ich habe wohl sehr viel Vertrauen in mich. Ich meine, so viel gehört auch nicht rein. 2 Tassen Sojamilch, 1 Tasse Mehl. Bei Vollkornmehl etwas mehr Flüssigkeit verwenden und optional Zucker und 1 Prise Salz. Kann ich aber auch gleich reingeben. Und da ich wieder mal sehr extra ausgefallen sein will, habe ich hier Zucker. Seht ihr? Zucker. Das ist Xylit. Und bitte, um Gottes Willen, fragt mich nicht, was Xylit ist. Es steht hinten drauf, dass es 40% weniger Kalorien als Zucker hat. Was? Nein, das war nicht das Hauptkaufsargument. Nein, es ist, weil es vegan ist. Ja. Upsi. Dann nehmen wir 1 Teelöffel. Wusstet ihr, dass das 1 Teelöffel ist? Ich habe das nicht gewusst. Echt nicht. Wow. Wisst ihr, die Sache ist die, falls ihr euch nicht auskennt in einem vorigen Video, habe ich nicht gewusst, dass das hier 1 Teelöffel ist. Ich trinke unheimlich oft Tee, das stimmt, aber ich gebe mir nie irgendwas in den Tee rein. Das heißt, ich brauche nie einen Löffel. Nie, ich brauche nur eine Tasse. Oder ich trinke es direkt aus der Teekanne. Na, das mache ich nicht. Das hat keinen Stil. Das war meine unsichtbare Krawatte. Das heißt, wir geben das Mehl da mal rein. Dann ein bisschen Zucker. Und ein bisschen Salz. Tschack. Wisst ihr, hier hinter den Kulissen stehen noch ein paar Sachen, die ich mir da reingeben will, wo ich mir gedacht habe, das ist sicher urlustig. Wir haben hier zum Beispiel Heidelbeeren, Himbeeren. Das Coole ist ja, sie kommen aus Österreich. Das heißt, sie haben keinen langen Transportweg. Das Ungeile ist, dass alles in Plastik kommt. Oh nein! Mal sehen, was haben wir noch?
Dekorherzen, rot und crispy. Das klingt doch gut. Erdbeerfruchtaufstrich. Ich habe zwar noch Marmelade zu Hause, aber ich habe mir gedacht, fuck it, es ist dein Geburtstag, Lena. Also habe ich mir Marmelade gekauft. Ich weiß, bitte, fall nicht vom Sessel. Ich bin sehr extrem, äußerst extrem. Und außerdem Schokosauce. Und ich weiß ganz genau, dass meine Essstörung nachher kreischen wird. Oh mein Gott, Lena. Aber dann würde ich sagen, weißt du was? Pst, ich habe Geburtstag. Gut, also, genau. Ha, ich weiß schon, was wir machen. Ich habe nämlich von meiner Großmutter sehr viele Sachen bekommen, weil sie gesagt hat, ich mache jetzt Kochvideos. Und eines davon ist dieser Mixer. Ich denke mir gerade, hoffentlich ist das ein Mixer und ich sage kein Blödsinn. Seht ihr, so wenig kenne ich mich mit Kochen aus. Und dann glaube ich auch noch, Lena, mach Kochvideos. Oh, was ist eine gute Idee. Ich kenne mich zwar Nüsse aus, aber mach mal Kochvideos. Was noch viel cooler wäre, ist, wenn ich irgendwas im Bereich Wirtschaft tun würde oder Politik, weil da habe ich auch keine Ahnung. Ich könnte die Leute vom Außen her beschreiben. Daran bin ich nicht gut. Das ist ein uralt Mixer. Die Sache mit dem ist die... Das ist die niedrigste Stufe und er ist so laut. So laut. Nicht dahinter rutschen. Was fällt dir ein? Nein, bleib da. Ich will einfach weglaufen. Ich esse dich sowieso. Okay. Ich bin ja jetzt kein Experte, aber das sieht ein bisschen dünnflüssig aus. Das sieht verdammt dünnflüssig aus. Hallo? Ich habe das Gefühl, da gehört mehr Mehl rein. Sage ich mit meiner langjährigen Backerfahrung. Das ist kein Teig, das ist Flüssigkeit. Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist kein Teig. Das ist... Nein, das ist kein Teig. Ah. Und du machst auch, was du willst, ne? Böse. Einfach böse. Das ist... Wobei, ich nehme diese Aktion meiner Kamera ja nicht zu persönlich, wenn sie plötzlich aufhört zu filmen. Ich meine, es kratzt schon mein Ego an, aber ist okay. Ich halte es aus. Schauen wir mal, da sind überall Klümpchen drin. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, im Palatschinkenteig sollten keine Klümpchen drin sein. Ich kann mir nicht helfen, das sieht nicht richtig aus. Ich schau mal was nach. Okay, da steht, während die Konsistenz des Teiges bei Palatschinken dünnflüssig ist, muss ein klassischer Omelette-Teig eher dick sein. Ich meine, das sieht so aus. Ich habe das Gefühl, das ist nicht richtig. Das kann nicht richtig... Was? Nein. Oder ich mache irgendetwas sehr Einfaches, gerade wieder sehr kompliziert. Oder wir machen es auf die Hardcore-Methode. Wir probieren mal eine Palatschinke aus und wenn die was wird, habe ich es richtig gemacht. Wenn nicht, dann SSKM. Gut. Zum Anbraten nimmt man Kokosöl. Wenn man nicht gerade an seinem Herd irgendwas verstellt hat und er nicht mehr mag. Okay. Ich weiß echt nicht, ob das... Ich hab kein... Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Du bist so dünnflüssig, Schatzi. Ich meine, es hat schon ein bisschen eine andere Konsistenz als Sojamilch alleine an sich, aber es sieht nicht richtig aus, glaube ich. Wo bist du? Wisst ihr, das ist ein sehr cooles Top. Es will mich nämlich immer zur Schlampe machen. Es rutscht nämlich immer. Als wir früher bei unseren Großeltern mütterlicherseits waren, da gab es mal Palatschinken. Und was sie noch gemacht haben, und ich weiß nicht genau, ob das in Deutschland oder Schweiz genauso heißt, sie haben Frittatensuppe gemacht. Das heißt, sie haben die Palatschinken genommen, klein geschnitten und in eine Suppe reingehaut. Und wir waren Palatschinken, ich meine natürlich, die süße Variante war immer top. Aber Frittatensuppe war auch lecker. Yum, yum. Oder einfach hingehen zur Schüssel, wo sie das alles geschnitten haben und reingegeben haben, die geschnittenen Palatschinken oder Pfannkuchen, wie auch immer ihr halt sagt, ihr Leutchen. Und dann einfach rausnaschen. Verstehe nicht, dass Leute das nicht so cool finden. Auf der anderen Seite, vielleicht hatten sie es sich auch eingeteilt für andere Tage und dann kommen die Enkelkinder und wie eine Herde Heuschrecken grasen sie durch die Küche. Ich glaube, ich übertreibe. Ich übertreibe nicht. Wir waren vier Kinder, wir hatten Hunger. Ist ja gut. Es ist schon sehr warm. Mal sehen, was steht da. Eine beschichtete Pfanne mit Kokosöl aufstellen, einen Schöpferteig hingeben und verlaufen lassen. Beidseitig goldbraun braten. Sollen wir es probieren? Ich
habe das Gefühl, irgendwas stimmt mit dem Bild nicht. Und mit dir stimmt ohnehin irgendwas nicht. Ich bin schon gespannt, ob das jetzt was wird. Wir bräuchten hier noch ein Teller, wo wir die fertigen, wenn wir sie denn hinkriegen, draufgeben können. Geben wir mal ein bisschen was rein. Ah, okay, es geht schon. Na gut, dann machen wir es halt. Ja. Ich weiß nicht, ob das zu viel, zu wenig, keine Ahnung. Was sind denn gute Werkzeuge? Ich weiß es nicht. Mein Gott, wieso fragst du mich sowas? Weil ich denke, dass du weißt, was du hier machst. Mein Gott, ich habe doch keine Ahnung, was ich hier mache. Nein, Dina, der Teig ist noch. Lass ihn. Ihr könnt mal raten, weil das Video ist ja noch nicht zu Ende, ob daraus was wird. Seht ihr das? Glaubt ihr, daraus wird was? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das so gehört. Ich meine, Worst Case Szenario, ich mache mir halt ein Palatschinken-Schmarrn. Wie ein Kaiserschmarrn. Bin mir nicht sicher, ob ich es anfassen soll. Nein! Okay, gut, du brauchst noch eine Weile. Ich mach nichts. Ich rühre nichts an. Nein. Ja, ist ja gut. Chillax ein bisschen. Sei nicht so eine Drama Queen. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Ich weiß es wirklich nicht. Obwohl, es wird langsam fest. Es wird langsam fest. Ich meine, nur auf einer Seite. Ach. Das gehört doch so, oder? Seht ihr das? Seht ihr das? Ich schwöre bei Gott, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir wirklich, wirklich Mühe. Was ist das? Das kann so nicht stimmen. Sagt man nicht, die erste geht immer daneben? Also egal, was da gerade in dieser Pfanne entsteht, ich weiß nicht, was es ist, aber es tut mir verdammt leid. Da steht, man soll weitermachen, bis der Teig aufgebraucht ist. Das will ich diesem Teig doch nicht antun. Ich mache es nur schlimmer. Je mehr ich mache, desto schlimmer wird's. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das ist keine Palatschinke. Das ist keine... Was ist das? Du tust mir so leid. Was habe ich dir angetan? Es hat schon was Palatschinkiges, das schon. Aber oh mein Gott, seht ihr diese Form? Das ist gar keine Palatschinke, um Gottes Willen. Vielleicht muss ich es auch kleiner drehen, ich weiß es nicht. Wisst ihr was, ich habe so viel Teig, ich werde einfach rumprobieren, was die richtige Methode ist. Ach Gott. Es tut mir leid, ich wollte es wirklich nicht. Das war nichts gegen dich persönlich, ich kann nur einfach nicht kochen. Was sagst du? Dann hätte ich nicht damit anfangen sollen? Aber ich lerne es doch nicht, wenn ich nicht damit anfange. Bitte vergib mir. Die schreiben was von einfachen Palatschinken. Pfah. Ich meine, vielleicht habe ich auch nicht das richtige Werkzeug. Aber ich habe nichts anderes. Ich habe versucht, was Großes zu finden. Habe ich denn nichts in der Richtung? Halt! Vielleicht geht das besser? Probieren wir es mal damit. Vielleicht geht das. Ich weiß es nicht. Aber das ist wieder gebogen. Ich glaube nicht, dass gebogen so super ist. Oder ist es das? Ich weiß es nicht. Ich lasse es mal in Ruhe. Ich lasse es mal in Ruhe. Wie entschuldigt man sich bei Palatschinken? Aha. Schneller, schmerzloser Tod. Mhm. Ich verstehe nicht, wie man das... Oder muss ich noch gar nicht... Ich habe das Gefühl, ich habe das falsche Werkzeug da. Aber ich habe wirklich nichts anderes. Was kann ich denn noch? Ich habe sonst nichts. Oh Gott, nein. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Ich weiß es nicht. Ich kann euch eins sagen, diese Palatschinken werden nicht wie Palatschinken aussehen. Hundertprozentig nicht. Mama, komm her und mach mir Palatschinken. Ah. Okay, es wird schlimmer. Es wird nur schlimmer. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber es ist furchtbar. Und ich habe echt gedacht, das wird einfach. Nein. Das heißt, ich muss einfach mehr... Es sieht so furchtbar aus. Könnt ihr das von hier aus sehen, wie furchtbar das aussieht? Es ist, als hättest du eine Palatschinke genommen und in die Sonne gelegt und...
So sieht's gerade aus. Wirklich. Oh, und ob sie verprügelt. Als ob sie verprügelt worden wäre. Ja, so sieht's auch aus. Das... Wo kann man sich Palatschinken bestellen? Ha, vegane Palatschinken. Wisst ihr, es ist gut, dass ich da so viel Zeug da hab, weil damit werde ich einfach was Schönes bauen. Ich würde euch nicht zu viel versprechen, echt nicht. Das, ich meine, es ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Das ist keine Palatschinke, das ist armselig. Oh mein Gott. Also egal, wer dieses Rezept geschrieben hat. Ich muss zu ihm hingehen, mich vor ihm auf die Knie werfen und sagen, wie hast du das gemacht? Bei mir funktioniert das einfach nicht. Ach. Ja. Warum? Du bist so arm. Du tust mir richtig leid. Ich kann ja versuchen, vielleicht lässt du dich noch ein bisschen formen, dass du so halbwegs wie eine Palatschinke aussiehst. Es wird nichts. Ich weiß. Bei meiner Oma hat das immer so einfach ausgesehen. So eine Stapel Palatschinken. Und sah vielleicht eine, vielleicht zwei davon sahen nicht so wirklich Palatschinken-mäßig aus. Ist gar nicht wahr. Es sahen alle wie Palatschinken aus. Das sieht nicht wie eine Palatschinke aus. Sieht wie alles aus, nur nicht wie eine Palatschinke. Ach, natürlich könnte ich sagen, das war Absicht und ich will, dass die Palatschinke so alternativ ist wie ich. Ich bin nicht alternativ, ich bin so basic. Ja, ja, genau, Lena, weil alle basic Leute Bridge Piercings haben. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Es ist furchtbar. Wisst ihr, sie sehen ja auch wirklich wie Palatschinken aus. Und wenn ich dann versuche, sie umzudrehen, dann beginnt das Drama, weil dann sehen sie nicht mehr wie Palatschinken aus. Gott. Ah. Was ist? Hör auf! Es ist furchtbar. Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber es ist furchtbar. Liegt es an mir oder liegt es am Teig? Was ist das? Was ist das? Sowas würde ich niemandem vorsetzen. Niemanden. Außer mir. Denn wisst ihr, heute muss ich besonders lieb zu mir sein, weil ich ein Geburtstagskind bin. Also muss ich sowas Aufmunterndes sagen wie, ja, sie sehen vielleicht nicht so super aus, aber du hast dich ja angestrengt. Ach, Kleiner. Seht ihr? Bis dahin passt es, seht ihr? Seht ihr das? Das sieht aus wie eine Palatschinke. Das sieht wie Blödsinn aus. Palatschinke, Blödsinn. Palatschinke, Blödsinn. Blödsinn! Ich rühre dich einfach nicht an. Ich glaube, das ist die Lösung für alles. Ich rühre es einfach nicht an. Hallo? Mama, kannst du vorbeikommen, bitte? Aber meine Schwester kann sich auch Palatschinken machen. Kann sich ja jeder Palatschinken machen. Weil es sicher voll einfach ist, außer wenn man, ich weiß nicht, so ungeduldig ist wie ich oder so ungeduldig wie ich. Ich fasse dich einfach nicht an, ne? Sagte sie und berührte die Pfanne. Lena, was soll das? Siehst du, wozu du mich getrieben hast? Ich nasche kleine Herzchen. Bist du zufrieden? Wir schmecken verdammt lecker. Ja. Ja, mach ruhig. Ich möchte sie echt nicht verschreien. Aber ich glaube, die wird besser. Glaube ich. Ich glaube wirklich, ich bin einfach zu ungeduldig. Und dass das der Hauptgrund ist, warum das da rauskommt. Und man seht euch das an. Was ist das? Was ist das? Es wird nicht besser. Es wird echt nicht besser. Sie ist zumindest stabiler als die anderen. Oh mein Gott, und sie sieht von einer Seite tatsächlich wie eine Palatschinke aus. Okay. Du kannst das. Lena, du kannst das. Sie sieht von da hinten wirklich wie eine Palatschinke aus. Ist denn das die Möglichkeit? Wieso tust du das? Da bin ich gerade dabei, was Episches zu machen und du hörst auf zu filmen. Nein, ich krieg das hin. Ich will das hinkriegen. Ich krieg das hin. Gut, ich habe keine Ahnung, wie ich es hinkriegen will. Ich will das hinkriegen. Ich will das hinkriegen. Ah, fast! Halt, die Ecke gehört noch um. Yes! Ich meine,
Ich meine, wie ihr seht, sie hat ein bisschen gelitten, aber es sieht doch mehr wie eine Palatschinke aus. Das sind keine Palatschinken, das ist Blödsinn. Das ist eine Palatschinke. Jetzt habe ich den Dreh raus. Ha! Was mache ich jetzt mit euch? Ich werde euch trotzdem essen. Das ist besser, das ist sehr viel besser. Sehr, sehr viel besser. So gehört das. Meine Oma wäre stolz auf mich. Vielleicht nicht, wenn sie hört, dass ich Veganerin bin. Aber zumindest, dass, wenn sie weiß, dass ich Palatschinken machen kann. Wisst ihr, ich sehe schon, ich werde diese Herzchen aufessen, bevor das fertig ist. Aber heute habe ich so ein Fackel-Dich-Hab-Geburtstag-Gefühl. Entspann dich. Entspann dich. Okay. Was mache ich mit denen? Was mache ich mit denen? Was mache ich denn mit denen? Seht euch das an. Ich habe ein Fantasietier gemacht. Was ist es? Es könnte ein Igel sein. Es hat aber keine Stacheln. Es hat eine braune Nase. Und Herzallaugen. Also egal was ist, ist es... Bist du mit Augen gefüllt mit Liebe? Das ist übrigens der Grund, warum ich nicht mehr im Hilton arbeite, weil ich dauernd mit den Resten des Essens gespielt habe. Nein, nicht mehr. Ich war einfach zu große Konkurrenz für Paris. Kennt man Paris Hilton heute überhaupt noch? Ich glaube schon, oder? Als ich jung war, hatte ja sie ja diese Sendung, dieses... Ich weiß es nicht, mit der Nicole Richie. Aber Hauptsache, ich weiß das. Alles Wichtige ist hier drin gespeichert. Schmeckt gut. Es ist halb roh. Aber essen die Frauen in den romantischen Komödien denn nicht immer rohen Keksteig? Wird schon seinen Grund haben. Wo ist das kleine Igeltier hin? Niemand weiß es. Weggerannt. Also, ich meine, ich muss zugeben, es sind jetzt nicht so die Bilderbuch-Palatschinken, aber das ist doch wesentlich besser als das, was vorher rausgekommen ist, oder? Ja, ich weiß, es hat Löcher und es sieht aus, wie es wäre eingelaufen. Aber für meine Verhältnisse und dafür, dass... Ich glaube, ich habe vorher noch nie Palatschinken gemacht. Dafür ist es auf jeden Fall gut. Mir ist ja ein Geniestreich passiert. Und zwar habe ich eine E-Mail an meinen Chef geschrieben von meiner Hallo-Bulimie-Mail-Adresse aus, die eben Hallo-Bulimie heißt. Er hat mir auch geantwortet. Es war eh nur ein Danke. Aber... Ja, irgendwie konnte ich ihn heute nicht wirklich anschauen, weil ich gedacht habe, oh Gott, er spricht mich drauf an. Lena, was ist so furchtbar, wenn er dich drauf anspricht? Dann sagst du es ihm halt. Ja, aber, oh mein Gott, was denkt er dann von mir? Lena, es ist doch vollkommen egal, was er von dir denkt. Ja, das du, nein, das ist nicht. Den ganzen Tag. Ich bin aus dem Büro geflüchtet. Geflüchtet. Auch weil ich Geburtstag habe. Ja. Wobei es mich irgendwie freut, wenn ich an meinem Geburtstag so ein bisschen so... unter Menschen bin, so, hallo Kollegen, ich rede zwar nicht mit euch, aber ihr seid da, das ist cool. So denken introvertierte Leute eben. Bla, 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 bla. Es macht so, es hat einen Mund. Schaut mal, es redet mit mir. Bla, 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 bla. Ich hoffe, ihr erwartet keine hochwertigen geistigen Ergüsse bei jemandem, der an seinem Geburtstag Videos macht. Ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus. Langsam, sehr langsam. Seht ihr, das ist es immer. Beim Kochen, beim Backen. Es ist meine Geduld. Die Geduld, dass ich nicht mal 2 Minuten daneben stehen kann und Löcher in die Luft starten. Nein, ich muss dauernd dran rumfummeln. Bist du fertig? Bist du schon fertig? Bist du schon fertig? Bist du schon fertig? Bist du schon fertig? Ich habe nicht mal Stress. Was ist los mit mir? Das mache ich dauernd. Dauernd. Bist du schon fertig? Aber genauso irritiert es mich. Ich meine, um ehrlich zu sein, ist schon lang, lang her, dass ich mit einer anderen Frau zusammen, also so freundinnenmäßig, shoppen war. Aber was mich da immer total irritiert und was ich total unnötig finde, ist, wenn man Dinge anprobiert, die man nicht kauft. Wieso? Ich meine, vielleicht bin ich auch sehr, sehr unromantisch, was Kleidung angeht. Aber ich denke mir, wenn ich was sehe, was mir gefällt, dann schnapp ich es mir, geh zur Kasse. Nehm es mit nach Hause und wenn es passt, ist es super. Wenn es nicht passt, ist es dieses, aber ich behalte es noch. Aber im Ernst, in meinen Augen ist das total unnötig, denn wieso probiert man was an, was man ohnehin nicht kauft?
wenn man schon von vornherein sagt, okay, ich habe nicht das Budget, dass ich mir das alles kaufe, dann sucht man sich halt die Teller aus, die man haben will und lässt die, die man nicht haben will, einfach dort. Und da wäre ich dann auch, wenn ich daneben stehen muss, während sich diese Person umzieht, dann ist das so... Sieht toll aus. Seht ihr, deswegen habe ich das, deswegen, das ist der Grund, warum ich so wenig Freunde habe. Wobei ich ja aufpassen muss, früher in meinen Videos konnte ich sagen, ich habe keine Freunde, weil ich Tatsache keine Freunde hatte. Ja, ich weiß. Aber jetzt, durch die Videos, habe ich so viele Leute kennengelernt, dass ich sowas nicht mehr sagen kann, ohne Leute zu beleidigen. Oh mein Gott! Leute, ihr macht mich sozial! Hört auf damit! Ah, die ist gut geworden. Die ist gut geworden. Ja, die ist gut geworden. Ich glaube, das kann ich auch gleich so reingeben, oder? Okay, das wird eine Mega-Balla-Chinke. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Seht ihr wieder meine Ungeduld? Nicht, dass ich es aufteile auf zweimal. Nein, ich hau alles auf einmal rein. Lena. Worüber habe ich gerade gemeckert? Genau. Wieso? Ich kann verstehen, wenn man was anprobiert und weil man sagt, naja, ich weiß nicht, ob es mir steht, aber wenn man... Wieso? Für mich ist das Zeitverschwendung. Man geht in den Laden rein, man sucht sich aus, was man will, und da geht man wieder. Man verbringt doch nicht eine Stunde da drin. Seht ihr meine Ungeduld? Meine Ungeduld. Genauso wie ich manchmal den ganzen Weg zur Arbeit gehe, obwohl da ein Bus direkt vor meiner Haustür hält und auch, ich weiß nicht, ein paar Meter von meiner Arbeit entfernt hält. Aber ich gehe trotzdem, wenn der Bus nicht da ist, weil ich mir denke, die zwei Minuten kann ich nicht warten. Wusch! Und dann fährt der Bus an mir vorbei und ich winke ihn innerlich. Hallo Bus, ich habe dich verpasst und ich habe nicht die Geduld, bei der nächsten Haltestelle auf den nächsten zu warten. Woher kommt diese Ungeduld? Das will ich jetzt sofort wissen. Aber zackig! Ich habe heute alles genommen, was mir Gutes und Nettes widerfahren hat und habe es darauf geschoben, dass ich Geburtstag habe und das Universum das weiß und mir deswegen einen schönen Tag wünscht. Das ist die Optimistin in mir. Wow, was für ein Wind! So sehen die Bäume vor meinem Fenster aus. Ich gehöre in den Kindergarten, aber nicht als Tante. Trägt bei regelmäßigem Gebrauch zum Erhalt der Zahnmineralisierung bei. Dose nach Gebrauch stets verschließen und trocken lagern. Nein, ich wollte es offen in der Dusche stehen lassen. Ursprungsland Frankreich, deswegen redet es auch nicht mit mir. Oh, mit Ihnen rede ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie Franzosen reden, tut mir leid. Ich bin auch nicht unbedingt die Leuchte, was Französisch angeht, weil ich nie Französisch hatte. Französisch. Ich hatte mal Italienisch in der Schule, davon weiß ich sogar noch ein bisschen was. Und ich habe ein paar italienische Songs auswendig gelernt. Ja. Also richtig Italienisch kann ich auch nicht. Non o Lena. Das war Blödsinn. Buongiorno, mi sono Lena. E tu? Bisschen was? Wer von euch, der in der Schule eine Zweitsprache hat, kann sie noch? Und ich rede nicht von Englisch. Im Grunde genommen ist es eh voll krass cool. Weil dann könnte ich Deutsch, Englisch, Italienisch, aber Italienisch habe ich gesagt. Ich kann es nicht. Okay, du brauchst noch eine Weile. Das braucht noch eine Weile. Mhm. Aber was wir in der Zwischenzeit machen können, ist, dass wir die Bären waschen und den Schlüssel geben. Moon hits your eye like a big pizza pie, it's amore. La 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 la. Nein! Jetzt habe ich es reingeschüttet, ohne vorher. Ach, verdammt. Da sind nämlich Stängel drin. When the moon hits your eye like a big pizza pie, it's amore. La 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 la. Okay, du hast gedreht, ganz eindeutig. Nein, wir probieren das mal so. Mal schauen. Die kleinen Likorherzchen geben wir da rein. Hallo. Ich weiß gar nicht, ob ich das Schokozeug überhaupt drauf haben will, um ehrlich zu sein. Na. Ich habe mir nur gedacht, falls ich es haben will, will ich es halt zu Hause haben, damit das arme kleine Geburtstagskind nicht nochmal nach draußen gehen muss. Unter Menschen. Wie unmenschlich. Oh. Ich werde heute noch nach draußen gehen. Wieso willst du nicht? Das an meinem Geburtstag. Wisst ihr, was lustig ist? Heute ist das 26. und ich werde 26. Ist auch lustig. Als Kind habe ich immer gedacht, wenn man erwachsen wird, hat man sein ganzes Leben total im Griff. Und man kennt sich mit allem aus.
Das wird alles klappen. Ich war ein echt naives Kind. Ich weiß, du brauchst noch eine Weile. Ist schon gut. Ist schon gut. Flower. Soyflower. Flower. Flower Power. Wieso lacht hier niemand? Es ist ein trauriges Zeichen, wenn nicht mal ich lache. Also die letzte ist fertig. Das heißt, wie richtet man das schön an? Ich weiß, was wir früher als Kinder gemacht haben. Wir haben sie so eingerollt. Das machen wir. Wir werden sie einrollen. Ich habe keine schönen Teller. Gar nicht wahr. Ich habe so viele schöne Teller. Wisst ihr was? Wir werden es so machen wie in den teuren Schickimicki-Lokalen. Wir nehmen einen gigantischen Teller für eine kleine Portion. Okay. Nehmen wir mal dich hier. Das sieht auch wie eine Palatschinke aus, oder? Ich würde schon sagen, ich meine, ich habe Palatschinke in Größe in Erinnerung, aber ansonsten Palatschinke. Wir machen das wie in einem Schickimicki-Lokal. Na, dann bräuchte ich eigentlich die Schokosauce wieder. Oh, tschak. Okay, cool. Cool. Okay. Gut, dass ihr hier alles sehen könnt, was ich mache. Ansonsten wäre das irgendwie irritierend. Ja. Ich möchte alles machen. Ich weiß nicht. Okay, wir nehmen mal die Marmelade. Und ich glaube, als Kinder haben wir immer eine Schokocreme reingeschmiert. Ja, ich sag Schokocreme, ich sag nicht den Markennamen. Weil ich keine Markenschlampe bin. So, da schmieren wir da mal schön rein. Dann, was kommt als nächstes? Soll ich die reingeben oder soll ich sie daneben legen? Ach, geben wir ein paar rein. So, Himbeeren und die hier. Machen wir so. Wunderbar. Dann halt so ein bisschen, ihr wisst schon, so. Das ist halt voll. Ach, die kriegen das kühler. Cooler hin. Und dann natürlich noch. Aber das müsste ich eigentlich so auf eine Seite legen, damit die eine Seite des Tellers frei bleibt. So im Sinne von, wir können es uns leisten, dass die eine Seite des Tellers frei bleibt. Oh. Wir sind fertig! Jawohl. Yes! Das ist eine flüssige Schokocreme. Ich habe gedacht, das ist eine feste. Oh, ich muss mich klein machen. Das ist das Endprodukt. Seht ihr? Ja. Hoffentlich schmeckt das besser. Das schmeckt wirklich gut. Ich habe mir vorgenommen, dass die Palatschinken essen werde, während ich mir unnötig kitschige romantische Komödien anschauen werde. Also stört mich bitte nicht. Wie auch immer, hier habt ihr die Zutatenliste. Hat sie Platz? Ach, sie ist so klein, sie hat natürlich Platz. Wir sehen uns am Freitag bei Hallo Bulimie wieder. Wenn ihr noch lustige Rezeptvorschläge habt, dann lasst sie mit der. Wisst ihr, je einfacher, desto chaotischer. Genießt euer Essen. Bis zum nächsten Mal. Palatschinken.